Ich meine, die Gesetze sind ja so gemacht, dass man sie derart leicht umgehen kann. Also wir hatten ja sie schon. Ja, aber trotzdem ist es doch auch an den Politikern, die Gesetze machen, sie so zu gestalten, dass man nicht Scheunentore für Regierungsmöglichkeiten öffnet. Oder dass, ich meine, letztens, das ist ja sogar in die Presse gekommen, dann eine Beamtin aus dem Finanzministerium, die Reichen und Schönen belehrt, die sich da versammeln, was man, also wie man am besten die Änderungen, die jetzt kommen, dann auch wieder gleich umgeht. Das sind doch Zustände, also dass sich da natürlich dann einfach normale Bürger nur noch abwenden und sagen, ja, für wen machen die eigentlich Politik und wer steuert die, wer beeinflusst die, das ist ja sehr verständlich. Und ich glaube, das ist das Kernproblem. Die Gesetze sind so gemacht, dass die wirklich starken Lobbys, die wirklich ganz reichen, wenn sie wollen, sie eben auch umgehen können. Und das ist eben zum Beispiel, was macht man damit auch? Ja, und das könnte man relativ leicht verhindern. Einfach keine Ausnahmeregeln mehr bei der Erbschaftssteuer. Diese Erfindung des Betriebsvermögens, die ist relativ neu. Also man kann da von mir aus die Freibeträge deutlich, deutlich anheben, damit auch wirklich kein Mittelständler betroffen ist oder nicht stark betroffen ist. Und dann setzt man eben die Steuersätze entsprechend hoch an oberhalb dieser Freibeträge und streicht wirklich alle Ausnahmen. Vermögen muss dann so besteuert werden, wie es halt anfällt. Ja, aber das ist ja auch so eine Sache generell im Steuerrecht, dass du ganz, ganz viele Einzelfälle oder Sonderfälle hast. Und das hilft dann natürlich denjenigen, die dadurch dann mit super spezialisierten Steuerberatern, die natürlich sehr viel Geld kosten, die sind dann in der Lage, diese Lücken auszunutzen. Und diese Wagenknecht hat ja eben diesen Verweis auf die Mitarbeiterin des Finanzministeriums gebracht, die den Leuten bei so einer Konferenz schon mal so vergewissert hat, ja, also es wird auch hier noch Lücken wieder geben, damit ihr diese Steuern umgehen könnt. Und das ist ja politisch genauso gewollt. Eben aufgrund derjenigen, die den lobbyistischen Einfluss auf die Politik dann ausüben. Ja, und das ist eine aus Lindners Ministerium und die wurde bis heute nicht entlassen. Das wurde auch nicht groß skandalisiert. Das hatte das ZDF in seiner superreichen Doku kurz drüber berichtet, aber ist sonst nicht groß thematisiert worden. Und ich sage dir, die wird auch noch, wenn es eine Regierung unter Merz gibt, wird die da sitzen. Die saß vielleicht schon vor 10 Jahren da und ich habe keine Ahnung, sie sah, glaube ich, nicht mehr so wie die Jüngste aus, aber die würde wahrscheinlich auch in 15 Jahren noch da sitzen. Und daran sieht man ja auch wieder, dass man es ja eigentlich mit einem großen Block zu tun hat, die dann, das ist egal, welche Partei, Kanzler, Finanzminister oder was weiß ich, stellt, diese Beamten, die das Ganze so tragen, die bleiben in den Positionen und grundsätzlich verändert sich überhaupt nichts. Steuern unpopulär. Also die Erbschaftssteuer ist zurzeit in Deutschland unpopulär. Das hat auch damit zu tun, dass sie wirklich fast nur die Mittelschicht, also ich sag mal, sicherlich keine Armen, klar, aber es ist die trotzdem nicht... Die Merz-Mittelschicht meinen Sie, also mit eigenem Flieger? Nee, die Merz-Mittelschicht gerade nicht. Die zahlt sie nämlich nicht, sondern es sind Leute, gut, wenn sie in Berlin am Stadtrand... Merz-Mittelschicht. Neues Wort sollten wir auch irgendwo etablieren. Anderes Wort für Superreiche. Ja, genau. Ein Häuschen haben, dann ist das relativ schnell relativ viel wert. Meinen Sie die Krupp-Mittelschicht mit eigenem Helikopter? Nein, ich meine wirklich Leute, die deutlich weniger haben, aber meinetwegen auch es gibt Menschen in Deutschland, die haben sehr viel mehr. Da reden wir über Größenordnungen, das sind richtige Riesenvermögen. Und da fällt das Wenigste, da wird so gut wie gar keine Erbschaftssteuer bezahlt. Und das ist eben, das ist der eigentliche Skandal, weil da ist auch nicht Leistung dahinter, sondern wirklich... Was wären denn Ihre konkreten Pläne für eine Reform der Erbschaftssteuer? Wie hoch wäre das, wer müsste bezahlen? Also ich finde im Grunde diesen alten liberalen Ansatz, dass jeder für seinen Wohlstand selbst verantwortlich ist und im Wesentlichen auch, sag mal, so leben sollte, wie es seiner Anstrengung und seiner Leistung entspricht, den finde ich richtig. So, das heißt natürlich nicht, wenn jetzt jemand ein Unternehmen erbt, dass man ihm dieses Unternehmen wegnimmt. Um Gottes Willen, wer soll denn das weiter verwalten? Wenn ein fähiger Nachfolger da ist, sollte er das Unternehmen weiterführen. Und dann darf natürlich die Erbschaftssteuer nicht die Substanz dieses Unternehmens schädigen. Aber wir müssen trotzdem gucken, bei vielen Unternehmen ist es eben leider ja nicht so, dass fähige Nachfolger da sind, sondern dann werden Fremdmanager eingesetzt und dann... Wie gesagt, die ganz Großen, das sind sowieso Aktiengesellschaften. Also Wolfgang Grob ist eine absolute Ausnahme. Also normalerweise ist das eine Aktiengesellschaft und die Großaktionäre, die vererben die Aktien dann einfach an ihre Kinder. Und da könnte man ohne Probleme die Hälfte, 60-70% wegbesteuern, ohne dass das beim Unternehmen zu irgendeinem Problem führen würde.
Die Aktien, die könnte man dann in den Staatsfonds legen oder wieder am Kapitalmarkt verkaufen, ohne dass das großen Einfluss auf die ohne dass das irgendeinen relevanten Einfluss auf die Unternehmensführung hätte. Ich habe gerade mal nämlich schnell gegoogelt, weil mich das interessiert hat. Laut Vermögensmagazin ist Krupp wohl mindestens 100 Millionen schwer und ist damit ja auch zum einen, also natürlich 100 Millionen ist super viel Geld, aber auch mit diesem Geld ist er natürlich meilenweit davon entfernt, irgendwie sich Politik kaufen zu können. Ich kann gerne mal den Link dazu in den Chat reinposten. Er hat das an drei Leute vererbt. Das heißt, die sind jetzt jeweils, kannst ja rechnen, 30 bis 40 Millionen Euro schwer. Genau. Und letztendlich, also ich habe ja am Anfang gesagt, meinetwegen kann man bei so einer Erbschaftssteuer auch sagen, man macht 50 Millionen oder 100 Millionen als Freigrenze, um dann eben bei diesen Milliardenvermögen wirklich mit einem hohen Prozentsatz ranzugehen, damit man nämlich die, wirklich diese Oligarchen auch trifft. Und da wäre er ja möglicherweise gerade erst dann da am Anfang. So. Und naja. Ja, so ganz viel zu hoch würde ich ihn doch nicht ansetzen. Er musste ja auch schon im jetzigen System Erbschaftssteuer bezahlen und auch, wie gesagt, wenn man Freibetrag deutlich erhöhen würde und dann bei deutlich größeren Vermögen dann auch noch deutlich höhere Sätze ansetzen würde, als das gerade passiert. Also wie gesagt, der Milliardär zahlt aktuell fast gar keine Erbschaftssteuer. Wolfgang Krupp, der scheint das, zumindest der Beschreibung hier eben nach, ehrlich gemacht zu haben. Also der hat wahrscheinlich ordentlich Erbschaftssteuer bezahlt. Ja, das, wie gesagt, in dem neuen System, was wir beide vorgeschlagen hatten, deutlich höhere Freibeträge, dafür keine Ausnahmen mehr. Da hätte er wahrscheinlich genauso viel Erbschaftssteuer bezahlt, wie er jetzt bezahlt hat, und halt nur der Milliardär, also so Matthias Döpfner beispielsweise, der wäre deutlich höher belastet worden. Ja. Beziehungsweise er, also Wolfgang Krupp wurde ja gar nicht belastet, sondern seine Kinder und seine Frau. Also er hat das Vermögen ja verschenkt. Ja, und wenn ich richtig informiert bin, dann ist es ja, oder dann gibt es ja auch keine Fälle bisher, die belegt sind, dass die Erbschaftssteuer dazu geführt hat, dass ein Unternehmen basierend deshalb seine Pforten schließen musste. Also zumindest für Österreich gibt es, wenn ich da richtig informiert bin, Zahlen, und da gibt es keinen einzigen dokumentierten Fall. Ich bin mir nicht sicher, müssen wir mal gucken, ob es für Deutschland auch so eine Zahlen gibt. Nur wenn das wirklich so ist und ich jetzt hier nicht irgendeiner Falschinformation oder so da drauf reingefallen bin, dann würde man damit ja auch wieder super viele Argumente entkräften können, die eigentlich immer so schreien, ja, wenn ihr jetzt diese Steuern, diese Erbschaftssteuer erhöht, dann wird irgendwie das der halbe Mittelstand pleite gehen oder so. Ja, es wäre ja auch ein bisschen absurd. Also wenn du ein Unternehmen hast, das überschuldet ist, was also keine zusätzlichen Kredite mehr wo der Eigentümer keine Kredite mehr aufnehmen könnte, um dann die Erbschaftssteuer zu tilgen. Also dann wäre das Unternehmen ja schon allein wegen der hohen Schulden sehr, sehr wenig wert. Ich meine, es wird ja immer der Nettowert des Unternehmens besteuert und nicht der Bruttowert. Wenn das Unternehmen ganz viele Schulden hat, dann gelten die halt als negatives Vermögen, dann sorgen die halt dafür, dass die Steuerlast entsprechend geringer ausfällt. Und wenn das Unternehmen eh schon fast pleite ist, dann ist es auch fast nichts mehr wert. Also dann gibt es auch nichts, worauf man Steuern anlegen könnte. Also auch Substanzsteuern werden ja nur auf vorhandene Substanz erhoben. Und nicht auf irgendwelche imaginären Werte, die nicht existieren. Ist das die Erbschaft des Unternehmens wirklich die Lizenz, für ohne jede Leistung sehr viel Geld zu beziehen? Da würde ich sehr hart besteuern. Und ich finde zum Beispiel einen intelligenten Vorschlag, wie man das zusammenbringen kann. Also dass man nicht die Guten, die wirklich was leisten, schröpft, aber gleichzeitig die eigentlich am Ende wirklich sich nur ins gemachte Netz setzen und ohne eigene Leistung beziehen, dass man die belastet. Ein guter Vorschlag kommt auch aus dem Unternehmenssektor. Da gibt es die Idee eines Verantwortungseigentums. Das würde ich komplett steuerfrei stellen. Wenn Unternehmer sagen, ich organisiere mein Unternehmen in Verantwortungseigentum, das schließt dann nämlich aus, dass das Unternehmen geplündert wird, dass das Unternehmen verschleudert wird, dass das Unternehmen gerupft wird, dann finde ich, da muss auch... Ja, ich verstehe den Hintergedanken, dass man wieder Haftung und dass man Haftung wieder zurück zu den Unternehmenseigentümern führt, aber auch da sehe ich die Gefahr, dass das eben missbraucht wird. Mhm. Also ich kenne mich damit nicht aus, ich habe dieses Wort tatsächlich bisher nie gehört, werde mir das nachher aber mal angucken, weil mich das... Ja, halt Einzelunternehmen wie Wolfgang Krupp, also das ist keine Verantwortung ist. Okay, alles klar, verstehe. Und sobald das dann in eine AG umwandeln würde oder verkaufen würde, würden die Steuern dann wahrscheinlich anfallen. Okay, ja gut, verstehe. Aber was ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht gerade so ganz das Thema, aber wenn man sich dieses ganze Gespräch und die Punkte von Wagenknecht anguckt, dann
müsste man eigentlich diesen Beitrag jedem zeigen, der sagt, dass Wagenknecht eine Sozialistin wäre, weil was sie hier ja bezüglich Unternehmen und alles sagt, sich ja auch gegen Enteignung oder sowas ausgesprochen hat, hat ja mit Sozialismus gar nichts zu tun. Ist mir gerade so in den Kopf gegangen, das sollte sich vielleicht eine Aktie mit Kopf, einen Kolja oder so mal einmal angucken. Vielleicht lernt er noch ein bisschen was. Ja, aber das ist schon seit Jahren klar, dass Wagenknecht nichts mit Sozialismus am Hut hat, wenn man mir einmal zuhört. Ja, ja, ja. Das ist ja wirklich nur so eine Hetzkampagne aus dem neoliberalen Lager gegen sie. Ja. Auch keine Steuer erhoben werden. Aber wenn einer ein Aktienpaket kauft, was ihm lebenslang ein riesen Einkommen ohne eigene Leistung sichert, und wir haben immer mehr Vermögensrentiers in Deutschland, also wirklich Leute, die in jungen Jahren nur von ihrem Vermögen leben, ohne jetzt selber zu arbeiten, ohne im Unternehmen was zu machen. Da würde ich wirklich eine sehr hohe Erbschaftssteuer ansetzen. Ich habe sofort eine Frage an Herrn Grupp. Kurz noch, Sie hatten das eben gesagt, während Frau Wagenknecht sprach. Herr Stegner, was würden Sie mit dieser Beamtin aus dem Finanzministerium machen, die in ihrer Freizeit reichen Steuerspartipps gibt? Ich habe dazwischen die gehört rausgeschmissen. Sehr gute Frage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß ja, wie schwierig das im öffentlichen Dienst ist, aber das ist ein skandalöser Vorgang. Das Finanzministerium ist dafür... Was heißt rausschmeißen? In Ruhestand versetzen, damit die keinen Schaden mehr anrichtet. Das würde ja völlig reichen. Also, was heißt schwierig? Das geht relativ einfach. Da die Steuern einzutreiben, Menschen dazu zu bewegen, dass sie ihrer Pflicht gerecht werden. Ich sage nochmal, Eigentum verpflichtet steht im Grundgesetz und nicht jeder kann machen, was er will. Und wenn im Finanzministerium eine Führungskraft, und darum handelt es sich ja wohl, Vorträge hält so nach dem Motto, und wenn ihr da noch ein paar Tipps braucht, wie wir das vermeiden können, dann wendet euch mal vertrauensvoll an mich und dafür wahrscheinlich auch noch gut bezahlt wird, dass ihr das tut. Sie war übrigens auch unter Olaf Scholz im Finanzministerium. Das mag so sein. Das spricht nicht dagegen, zu sagen, das ist ein skandalöses Verhalten. Ich erwarte von Führungskräften im öffentlichen Bereich, dass sie sich nicht nur an Recht und Gesetz halten, sondern dass sie Vorbild sind. Und ich habe nur dieses Videoclip gesehen, fand den absolut skandalös. So jemand kann auf jeden Fall nicht auf seinem Posten bleiben. Herr Grupp, es gibt die Initiative... Oh, jetzt hätte er weiterfragen müssen. Als nächste Frage, die logische, warum ist das noch nicht passiert? Warum arbeitet die Frau noch dort? Ja, 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 das wären die spannenden Fragen gewesen. Ja, wie gesagt, die erste Frage war ja gut. Aber der Stegner, die SPD, die sitzt ja in der Regierung. Warum ist die Frau da noch nicht rausgeworfen worden? Wieso macht man da keinen Druck auf Lindner? Das werden wir wahrscheinlich aus seinem Mund nicht erfahren, was er darauf antworten würde. Ja, aber man kann ihn doch nicht so davonkommen lassen. Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Jetzt, wo du es sagst, ist das eine Frage, die mich jetzt auch nochmal interessiert. Aber vielleicht kommen die ja irgendwann im Verlauf nochmal, wobei wahrscheinlich kommen sie dann nicht wieder drauf zurück. Das war ja ein klares Statement von ihm, die gehört rausgeworfen. Und dann die nächste Frage, wieso ist da noch nichts passiert? Und wenn da noch nichts passiert ist, in welcher Form macht die SPD gerade Druck auf Lindner? Also ich tippe ja wahrscheinlich, da diese Frau ja auch bei Scholz im Ministerium schon war, würde man wahrscheinlich gar keinen Druck machen, weil man vielleicht auch die Sorge hat, oh, vielleicht kommen nachher noch Dinge raus von vor 4, 5 Jahren, die wir vielleicht lieber nicht rauslassen wollen. Ja, ich meine nur, ich war gerade überrascht davon, dass er so ein klares Statement abgegeben hat. Aber er hätte ja auch sagen können, oh, komm, von dem Fall, das habe ich noch gar nicht mitbekommen oder so. Er hat sich ja gar nicht rausgeredet. Da hätte man sofort jetzt nachhaken können. Das war ein ziemlich klares Statement. Also da hätte man nur nach den konkreten Taten, die daraus jetzt... gefolgt sind, beziehungsweise noch folgen werden, fragen müssen. Und dann hätte man ihn daran messen können. Aber das... Ja. Text me now. Und dort hat Marlene Engelhorn 25 Millionen ihres Vermögens quasi verschenkt an andere für einen guten Zweck. Haben Sie mal überlegt, statt Ihren Kindern alles zu vererben, auch so aktiv zu werden? Nein. Ich habe, nachdem ich geheiratet habe, habe ich die Wolfgang Elisabeth Krupp Stiftung eingerichtet. Nur habe ich die nicht eingerichtet, damit man irgendwas Geld in Afrika schickt, wo man nicht weiß, wo es ankommt. Oh. So, wir brauchen Anstand und... Absolut richtige Antwort von ihm jetzt. Also ich, wie gesagt, wir brauchen uns das jetzt nicht in Gänze anhören, weil die Frage einfach dämlich war. Also natürlich sagt er... Ja, ich will, dass mein Unternehmen weitergeführt wird. Wenn ich das nicht gewollt hätte, hätte ich es nicht gemacht. Und zweitens, ja, ich setze mich doch für soziale Belange ein. Also, was soll man auf so eine Frage antworten? Und jemand, der halt nicht weiß, was er mit seinem Vermögen anfangen will und es dann verschenkt, ja, ist gut. Aber das kann man jetzt von niemandem fordern, der Vermögen vererbt bekommt. Also, Naja, ja. Solche Fragen sind einfach albern und helfen einfach nicht weiter. Gerechtigkeit. Ich verspreche Ihnen etwas. Der Punkt mit der Haftung ist nicht untergegangen in dieser Sendung. Wirklich. Wir reden über Vermögensteuer. Und meine Frage an Sie mit der Bitte um eine kürzere Antwort. Wie stehen Sie zur Vermögensteuer?
wenn die Haftung über Vermögensteuer, die gibt es ja und die bezahle ich auch. Ich habe da nie drüber beschwert. Die wurde 1997 ausgesetzt. Wurde ausgenommen. Nach einem Urteil. Also ich ja. gucke immer nicht, aber ich zahle man alle Steuern. Man hätte wirklich mal bei jedem Mal Haftung eintrinken siebenstellige nach jedem Mal Haftung eintrinken. Ich glaube, wenn wir das Ganze komplett geguckt hätten, dann würden wir jetzt nicht mehr hier sitzen. Ich habe hier gerade keinen Alkohol drin. Ich habe hier alkoholfreien Tee. Ich habe Wasser. Ja, das fand ich gerade auch lustig. Also der Steuerberater macht es natürlich, er weiß nicht en Detail, welche Steuer da jetzt gezahlt wird. Das macht der Steuerberater. Mhm. Naja. Aber es ist vielleicht auch die ehrlichste Antwort, ne, die man da dann geben kann. So, er weiß selber gar nicht, er bezahlt, denn das geht vom Konto ab und fertig ist. Nee, der Reporter hatte ja gerade gefragt, die Vermögensteuer, was halten Sie von der Vermögensteuer? Und er so, ich zahle alle Steuern. Und dann, du hast es ja gerade gesehen, der Reporter, ach, die wurde abgeschafft. Er so, ach, die wurde abgeschafft. Er ist da, wie gesagt, das wird der Steuerberater machen und er wird denken, Mensch, der wird sich doch wohl alles richtig gekümmert haben. Also. Ja. Zahlen an Steuern selber. Ich sag mal, wenn Betriebsvermögen oder wenn das soll, also wenn das weiterarbeitet und Leute beschäftigt und im Prinzip die Leute auch das Risiko übernehmen, dann würde ich die nicht besteuern. Wenn ich jetzt sage, ich habe, was weiß ich, Kunstwerke oder. Das ist jetzt die Frage, wie trennst du Betriebsvermögen von Privatvermögen? Du kannst auch dein Privatvermögen dann ins Betriebsvermögen reinschieben und dann ist gar nicht besteuert. Du kannst auch dein Privatvermögen, das geht ja aktuell auch schon in Stiftungen reinschieben und dann wird es nicht besteuert. Also das geht ja alles. Je mehr Ausnahmen du schaffst, desto mehr Möglichkeiten für Missbrauch gibt es eben auch. Ja, also einfach, wie du ja erst auch ausgeführt hattest, diese Sonderregelungen, Ausnahmen weg und vereinfachen, die Freigrenzen entsprechend erhöhen und fertig. Das wäre doch mal echter Bürokratieabbau, auch für die Leute, die in den Finanzämtern sitzen. Vor allem würde das auch in den Unternehmen ja wiederum Arbeitskräfte freisetzen, die sich dann nicht um diese ganzen Steuersachen so stark mit den Sonderfällen kümmern müssen. Das wäre doch mal echter Bürokratieabbau. Ja, je mehr du von diesen Sonderregeln schaffst, desto mehr Bürokratie schaffst du auch. Das ist völlig logisch.